Nun allmählich dem Ende. Und ich kann Sie in einer Frage nicht überraschen oder in zwei Fragen nicht überraschen, nämlich in dem, was ich Ihnen empfehle. Sie werden es ja ahnen, ich empfehle Ihnen, die Linke zu wählen, aber ich will es ja auch noch begründen. Und außerdem habe ich auch noch eine Empfehlung für den Volksentscheid. Ich finde, dieser ehemalige Flughafen muss frei bleiben. Tempelhof für die Bürgerinnen und Bürger, nicht für irgendwelche Bauspekulanten. Das sollte unsere Entscheidung sein. Aber bevor ich auf Europa komme, muss ich doch etwas zu unserer neuen Bundesregierung sagen, eine große Koalition. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber die hat ja zunächst mal den Bundestag in einen Zwangsstreik geschickt. Und zwar einfach deshalb, weil die nicht zu Potte kam. Sie haben ewig verhandelt an ihrem Koalitionsvertrag. Und so lange wurde die Tätigkeit des Bundestages von einer Ausnahme abgesehen, einfach abgesetzt. Ich will Ihnen mal schildern, was das bedeutet. Da kommen jeden Tag Petitionen ein. Die Petitionen dürfen aber nur die Mitglieder des Petitionsausschusses lesen. Wenn man aber gar keine Mitglieder hat, kann die auch keiner lesen. Das heißt, die stapelten sich einfach und es kam immer nur ein Stempel drauf eingegangen. Das war's. Jetzt müssen die Tag und Nacht lesen, um irgendwann die Petition auch wieder abarbeiten zu können. Aber ich habe dann Union und SPD gefragt, warum das alles so ewig dauert. Und da haben sie gesagt, ja, das hat einen einfachen Grund. Sie müssen die Koalition so gründlich verhandeln, dass es nachher keinen Streit bei der Ausübung dessen gibt, was man vereinbart hat. Und seitdem sie das unterschrieben haben, streiten sie jeden Tag über das, was sie vereinbart haben. Also nicht mal das ist herausgekommen. Aber ich muss Ihnen, nein, ich muss auch gerecht sein und muss sagen, drei Dinge haben sie doch sehr zügig gemacht.